Oh, Mist, ey. Ich hatte gehofft, dass uns hier Repel Jennifer Jackson, eine Verwandte. Das war, glaube ich, an Heiligabend auch. Da hatten wir viele Jacksons, ne? Okay, Cleans, Smart Stick, okay. Aber Cleans with the Smart Stick und Repel the Ghost können wir in einer Aktion machen. Aber Hand mit dem Kruzifix wird halt eben maßgeblich davon abhängen, wo der Geisterraum ist. Das finde ich in letzter Zeit auch sehr, sehr, sehr schwierig zu machen, weil meistens die Räume so sind, dass du es irgendwie schlecht abdecken kannst mittlerweile. Ach, EMF brauche ich noch. Brauche ich nicht, aber nehme ich ja mal als erstes mit. Wenn es hier nicht ist, dann ist es auf dem Dachboden. Genau. Stimmt, Williams sind auch ein paar hier. Sind auch ein paar drin. Also den Michael Jackson hatte ich auch schon mal. Ich habe ja mal so eine. Das ist aber schon eine Weile her, die. Hab die Map zwar, glaube ich, auf YouTube, aber ich glaube, es lohnt sich nicht mehr wirklich, die anzugucken, weil mittlerweile, glaube ich, schon zwei oder drei Updates waren. Und das alles, was man da sehen kann, wahrscheinlich schon outdated ist. Aber das war mal das Celebrity Special mit Michael. Ich glaube, ich höre unten sich. Ich habe hier unten Türen. Okay, hier können wir uns schon mal nicht verstecken. Hinter dem können wir uns. Hinter dem Raumteiler hier verstecken. Ja, können wir. Vielen, vielen Dank für den Follow. Ja, es gab da eine mit. Ja, na, also Namen sind auf alle Fälle drin. Und ich glaube, Betty White ist auch drin. Also es gibt ein paar Promis in Phasmo. Nee, nur der Name. Ich hab Dirty Water irgendwo. Hier doch. Hier könnte auch was sein. Hier ist was umgeschmissen. EMF3, genau. Thrown Objects, EMF3. Also nur um es mal erwähnt zu haben, ich wusste das jetzt lange Zeit auch nicht, aber die EMF-Anzeigen bedeuten sogar was. Also das erste Grüne heißt ja nur, was ihr jetzt sehen könnt, heißt nur, dass es an ist. Wenn das zweite angeht, hat der Geist mit irgendwas interagiert. Das heißt, irgendwie die Tür ein bisschen bewegt oder war vielleicht am Lichtschalter oder sowas. EMF3 heißt, also wenn das erste Gelbe angeht, heißt nochmal, dass ein Objekt geworfen wurde, wie jetzt hier eben das Klopapier und die Tube hier. Wenn das orangene EMF4 angeht, das heißt normalerweise, der Geist hat sich manifestiert oder ist kurz davor, sich zu manifestieren. Und das 5, das rote, ist halt eben das, was man als Evidenz braucht. Hier ist nichts. Ich wollte mich nur mal hier umgucken, weil, wie gesagt, das ist ja nur so eine dünne Wand dazwischen. Manchmal kann auch sein, dass der Geisterraum hier ist. Auch wenn da drüben die Interactions stattfinden. Aber ich glaube, es ist das Bad. Ich hole gleich mal noch den das Thermometer, um nachzumessen. Aber will erstmal noch gucken, ob hier irgendwo noch mein Cursed Object rumsteht. Hier können wir uns schon mal nicht verstecken. Was auch ganz gut wäre, wenn es wirklich da hinten ist. Weil dann könnte man hier über den Gang locken. Könnten hier das erste Mal Line of Sight brechen. Hoffen, dass wir schnell genug die Treppe runterkommen.
Und dann bis hinten in den Werkraum rennen und dann ist auch hoffentlich schon die Hand vorbei. Wenn wir es schaffen, lange genug vor dem Geist zu bleiben. Knochen habe ich noch nicht gesehen, aber den können wir nachher auch noch suchen. Hier war ich auch noch nicht drin. Egal. Erstmal Geisterraum absichern. Danke dir. Ich danke dir, dass du an mich glaubst. Ja, 70 da. Ich pack noch einen. Ich nehme aber auch. Ich lasse den Fotoapparat hier und nehme schon mal ein Sicherheitskruzifix mit. Und wir thermometern. Es sollte, glaube ich, jetzt lang genug der Strom an sein, dass sich das lange genug gepegelt hat, dass wir es rausfinden können. Na, na? 3 Grad, ja, das passt. Das passt, das ist hier. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert. War ich hier eben drin? Ich glaube ja. Ich danke dir. Freut mich, wenn es dir hier gefällt. Okay, okay. Sicherheitskruzifix liegt. Gucken wir mal, dass wir noch die Kämme reinbringen und das zweite Kruzifix halt reinbringen. Da haben wir. Normalerweise reicht fürs Bad 1. Aber das dachte ich ja eben bei Maple Lodge auch schon. Und da muss ich auch noch das andere reinlegen. Möchte jetzt auch, ich hätte jetzt normal schon vielleicht das erste Mal Pillen genommen, aber gerade wegen dem Kruzifix möchte ich das jetzt noch nicht, weil das können wir dann eventuell früh abhaken schon, wenn wir irgendeinen von der aggressiven Sorte haben. Habe ich einen Orb? Ich glaube nicht. Ja, stimmt. EMF. Was haben wir? EMF. Haben wir EMF? EMF 4. Ja, war kurz vor Manifestieren. Könnte auch EMF 5 werden. Müssen wir weiter im Auge behalten. Ich denke, so sollten wir eigentlich. Die liegen zwar relativ dicht beieinander, aber ja, wir sollten den Raum haben. So. Wie gesagt, Orb habe ich jetzt so keinen gesehen. Gucken wir nochmal, wenn wir am Truck sind. Hat es auch schon oft, dass, obwohl man die normal mit der Kamera sehen können sollte. Auch schon hatte, dass ich die wirklich nur auf dem Bildschirm im Truck gesehen habe.
Ich sehe jetzt hier auch keinen Orb. Können wir Mimik. Oh, Kruzifix hat schon geklappt. Kruzifix hat schon geklappt. Okay, ich bin noch unter 50. Schmeißen wir uns mal was ein. Und nehmen die Spirit Box und... Ich laufe da so seelenruhig durchs Haus, dabei habe ich schon den Hauch des Todes im Nacken. Ja, aber ich habe eben nicht mehr... Ja, es war eben Ghost Event. Das hat's ja nochmal runtergeschraubt. Oh, sogar zweimal. Scheiße. Are you here? How old are you? Oh. Zwei Hands hat sogar schon verhindert. Dann müsste es eigentlich fast ein Demon sein. Mal gucken, was wir noch rauskriegen. Oder kannst du jetzt schon mit Spillbox? Kannst du Vater Demon Spillbox? Nee, hat er nicht. Shit. So viel zu meinem Bauchgefühl. Gut, ein Demon hätte auch früher gehuntet. Ist Quatsch. Aber, ja, normal ist ja immer so die Karenzzeit zwischen den Hands so 20 oder 30 Sekunden. Und ich dachte jetzt eben, wenn der beide ausgelöst, also zweimal die Kruzifixe schon eine Hand verhindert haben, das war so mein Gedankengang. Kann ja nur sein, als ich drin war, habe ich es noch nicht gesehen, dass da das Kruzifix angefressen war. Als ich jetzt reinkam, waren halt eben zwei weg. Das heißt, auf dem Weg nach draußen müsste es zweimal passiert sein. Wenn es das erste Mal kurz die Hand verhindert hat, nachdem ich vielleicht gerade draußen war, müsste es das zweite Mal halt eben gewesen sein, kurz bevor ich draußen war. Und das sind ja maximal 20 Sekunden gewesen. Oder waren es noch 30 oder was noch mehr. Aber es ist auf alle Fälle was Aggressives. Der hat hinten den Ventilator angeschaltet. Und vielleicht habe ich auch mit EMF5 recht. Mal gucken. Nur mal zum, wenn ich recht habe. Spiritbox haben wir schon mal. Wenn ich mit EMF5 recht hätte. Können es Twins, Wraith oder ein Spirit sein. Okay, vielleicht war es jetzt doch nur irgendwie mal ein Ausraster. Also weißt du, ein Ausraster. Ausreißer. Weil ich weiß nicht, die Wraiths und die Spirits. Also neulich der Spirit, den ich an Heiligabend hatte, der war ja gar nicht zum Handen zu bewegen. In Mimik kann es eigentlich schon auch nicht mehr sein, weil ich keinen Orb hier habe. Oh, ich hatte Dots. Das war zwar gerade sehr, sehr, der ist nur so durch, aber das waren Dots. Das ist bestimmt ein Wraith. Also ich... Wir testen. Hat er mir die Sicherung rausgeballert? Ja, hat er.
Hier hat er auch was angestellt. Erstmal die Dose umgeschmissen. Na, es hat Fußabdrücke. Also ist doch kein Wraith. Schade. Das heißt aber, du kannst nur noch ein Phantom oder ein Yokai sein. Nach dem Verhalten von eben... wo ist mein EMF? Nach dem Verhalten von eben, glaube ich, ist vielleicht ein Phantom sogar jetzt... Was bräuchte ich noch für ein Phantom? Oh, wenn ich es mal sehen würde. Fingerprints. Fingerprints habe ich auch. Phantom. Ich hole mir jetzt mal noch eine Kamera, gucken, ob wir ein paar Bilder machen können. Aber dass die mittlerweile so fix bei sind. Gut, okay, ich war unter 50 mit dem Hunten. Ich muss mal echt mal gucken, was die Phantom Abilities mittlerweile sind. Ob da wirklich auch eine... Phantom will drop your sanity considerably faster. So they are most commonly summoned from Ouija boards. Okay. Sanity Check. Weil es bei Phantoms ja mehr droppt. Aber ich meine, wenn man das sieht. Schade, ich dachte eben wirklich, EMF4, aus dem wird EMF5. Und deshalb ist es immer wichtig, die Sachen dann auch abzusichern oder nochmal zu gucken, beziehungsweise auch in andere Richtungen weiter zu ermitteln. Weil man sich oft doch sehr, sehr täuschen kann. Hallo? Schade, dass ich das Salz jetzt nicht besser genutzt habe. Das hier nochmal Interaction? Nee, schade. Hast du hier woanders noch Fingerabdrücke gemacht? Nee. Ja, und das ist halt eben auch das, was am meisten Spaß macht. Weil, ihr habt ja jetzt gesehen, ich hatte ja da so einen Eindruck von, okay, es könnte das sein oder es ist das. Und dann verhalten sie sich doch nochmal irgendwie ein bisschen anders. Ja, von Phantoms Bilder zu machen, das ist schwer, sehr, sehr schwer. Und ich verziehe mich jetzt auch. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist halt immer so, dass man hat manchmal so ein Gefühl, okay, der Geist gibt mir so die Vibes und da denkst du, wie eben auch, oh, du müsstest ein Wraith sein oder was weiß ich was. Das ist ja jetzt schon mal so ein bisschen gebremst worden durch den Mimik, der sich tatsächlich verhält wie andere Geister. Dadurch, dass der halt eben auch einen Orb generiert, der aber kein Nachweis für ihn ist,
Ja, führte dich echt aufs Glatteis. Das war so am ersten Abend, als ich da gar nicht genau wusste, was auf mich zukommt, hat mich der Mimik zweimal böse verarscht sozusagen. Also ist echt genial, was die sich hier auch einfallen lassen, um die Leute bei der Stange zu halten. Okay, wir bereiten die Fluchtroute vor. Ich will da oben locken. Will hier runterlaufen. Okay, machen wir hier nur so schräg an. Ich habe zu viel Licht an, das könnte gleich böse enden. Will nur noch kurz gucken, ob hier irgendwo mein Cursed Object rumsteht. Okay, hier können wir uns verstecken. Das ist gut. Schränke. Blöd. Aber ich habe das Cursed Object noch nicht gefunden. Wir werden nachher vielleicht nochmal eine Runde durchs Haus drehen und gucken, ob wir es finden. Aber erstmal unsere bevorstehende Hand überleben. Oh, hier ist der Knochen. Da muss ich nachher nochmal vorbei. Den brauche ich auf alle Fälle noch. Den Knochen brauche ich auf alle Fälle noch. Stimmt, sträflicher Leichtsinn. Der Knochen gibt nämlich sehr, sehr viel XP. Ich glaube 30 oder 40, die euch dann nachher fehlen, wenn man ihn nicht findet. Was mittlerweile gut ist, wenn ihr das Board habt, ihr könnt das Board fragen, wo der Knochen ist. Wenn ihr ihn nicht finden könnt. Da ist die Musicbox, hier ist mein Cursed Object. Machen wir nachher noch Fotos von. Das heißt, falls ihr irgendwo auf einer Map eben das Board habt und ihr könnt den Knochen nicht finden, könnt ihr fragen, wo der Knochen ist. Okay. Jennifer Jackson. Jennifer, are you here? Jennifer Jackson. Ich möchte eben nicht zu weit vorne stehen, weil der Sprint hier über den Gang wird bei mir manchmal schon knapp. Ich habe zwar schon viele gesehen, die das hinkriegen. Komischerweise, aber mir langt es man oftmals nicht. Deswegen möchte ich gerne hier warten. Und das ist eben ja auf Bleasdale eben so cool. Weil du halt eben hier natürlich die Möglichkeit hast, die irgendwie über die Entfernung zu locken. Das ist natürlich jetzt auch das Doofe, die hat die am Licht gespielt. Der Lichtschalter ist eigentlich dafür der. Das heißt also, sie kann hierher kommen. Sie könnte natürlich auch bei der Hand jetzt direkt neben mir oder hinter mir spawnen, was doof wäre. Aber hoffen wir mal. Wie gesagt, wir könnten sie quasi von hier locken. Wenn sie gerade gut in Reichweite ist für den Stick, können wir den zünden bzw. ihr fallen lassen. Sie sollte dann, wenn wir sie nicht gleich erwischen, auf alle Fälle durchlaufen. Das Problem ist ja immer bei Repel, sie muss ja auf uns angesetzt haben. Das Gute ist, wir können halt das mit dem Cleans, mit dem bereinigen Objective zusammen machen. Weil, ja, das habe ich auch sehr, sehr spät gelernt. Das heißt immer nur in der Nähe vom Geist bereinigen. Das heißt, das funktioniert nicht. Kann auch sein, dass es im Geisterraum mal gar nicht funktioniert, wenn der Geist roamt und nicht da ist. Heißt aber auch, es kann funktionieren, wenn man es in irgendeinem anderen Raum macht, wo man weiß, dass der Geist gerade interagiert hat und da ist, kann es da auch funktionieren. Und hier bei der Hand funktioniert es dann halt eben auch beides zusammen. Weil dann sind wir ja relativ in der Nähe. Haben ihn repelled und in seiner Nähe bereinigt. Das heißt, es muss nicht unbedingt im Geisterraum sein, wo man das macht. Jennifer Jackson. Jennifer, do something, move something, throw something. Give me a sign. Show yourself. Jennifer Jackson. Halt bei einer Hand mit einem Phantom.
okay, Sicherung ist raus. Ist halt eben aber immer problematisch. Man sieht die sehr, sehr schlecht. Und es hilft auch, gerade nicht, dass mittlerweile alles so tierisch flackert. Da ist es manchmal schwierig zu timen, wann der Geist nah genug dran ist, um den Smudge-Stick zu zünden. Sag mal, heute echt, ich kriege die Zunge nicht rund. Um den Smudge-Stick zu zünden. Zungenbrecher. Jennifer Jackson. Jennifer. Jennifer, are you here? Are you close? Can you give me a sign? Can you show yourself? Can you do something? Jennifer. Oh. Okay, hat geklappt. Was das halt eben jetzt hier, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, was es noch schwieriger gemacht hat, als dass man Phantoms eh schon sehr, sehr schwer erkennt, war, es war so ein Kindergeist, der über den Boden gekrabbelt ist. Und die haben ja fast Bodenfarbe und sind dann auch noch sehr, sehr klein. Aber hat geklappt. Ja, nee, du, ich hab mir auch nicht alles immer selber beigezogen. Ich hab ja auch das von. Zieh mir das aus Videos bei, da kriegt das auch erzählt und alles. Und deswegen gebe ich das auch gerne weiter, was ich dann auch irgendwann mal, wo ich auch froh drum war, dass mir das jemand gesagt hat. Weil das kann am Anfang ja schon sehr, sehr schwer sein. Weil Phasmophobia kommt ja auch nicht mit dem Handbuch. Das ist ja klar, steht irgendwie drin, was die Sachen ungefähr machen sollen. Aber das Interessante ist ja hier, dass du wirklich testen sollst und gucken sollst, wie es funktioniert. Und ich hätte manche Sachen auch, muss ich sagen, alleine nicht rausgefunden. Aber wie eben schon gesagt, wenn man es wirklich schafft, hier unten durchzukommen, ist, wenn man hinten ankommt, die Hand meistens schon so gut wie vorbei. Man hat ja eben gemerkt, die hat jetzt nicht mehr viel gemacht. Ich bin am Überlegen, ob ich es noch riskieren soll oder nicht.
Okay, schade. Ich habe jetzt leider wieder gepanikt. Ich wollte es eigentlich. Es hat so funktioniert, wie ich wollte, hatte dann aber Angst vor meiner eigenen Courage und habe dann doch kein Bild gemacht und bin abgehauen. Schade. Ich hätte gern noch ein Geisterfoto gehabt. Weil diese Objekte halt Summoning Circle und die Music Box können euch eben auch helfen bei Geistern, die schwerer zu fotografieren sind, trotzdem euer Bild zu machen. Aber ich hatte gerade so Panik, als sie auf einmal vor mir standen, dann doch die Hand angefangen hat. Ich dachte eigentlich, es würde noch weit genug wegstehen, dass er zwar in die Nähe kommt, aber die Music Box nicht erreicht, dass also die Cursed Hand losgeht. Cursed Hand, Unterschied, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Cursed Hands dauern länger als andere Hands. Und wenn ihr mal eine Cursed Hand ausgelöst habt, sind die anderen, auch wenn es sozusagen Standard Hands sind, auch länger, als sie vorher waren. Das ist sozusagen die Downside von, oder eine der Downsides von den Cursed Objects. Nee, jetzt kann ich nicht mehr, es hat's eben gedrained, die Musicbox, weil ich relativ in der Nähe war und die Musik hab laut hören können, hat's mich relativ viel gekostet. Aber wir haben jetzt alles gemacht. Gut, Fotos hätte ich eben gerne, ich hätte eben gerne das Geisterfoto noch gehabt, muss ich schon ehrlich sagen. Aber ich hatte gerade Schiss. Hm.